Herzlich willkommen heute zu einer neuen Serie Erfahrung mit der geistigen Welt. Und ich freue mich von Herzen heute Julia Gössler begrüßen zu dürfen. Die Julia ist die Gründerin des magischen Heilcodes. Das hört sich ja schon super spannend an. Und ähm, ich bin genauso gespannt, was du uns jetzt erzählen wirst und wie wir hier, ja, in welches Gespräch wir eintauchen und was alles an Informationen, Inspirationen hier sich öffnen mag. Herzlich willkommen, Julia. Hallo Christiane. <laughs> ja, voll schön und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Also ja, ich bin gespannt. Erzähl doch einfach, fang an, was dir, was dir spontan kommt, was du teilen möchtest. Ja, also ich glaube, ich fange einfach mit magischen Heilcode an, weil ganz viele denken: Oh mein Gott, was ist das? Muss ich eine Kräuterküche haben? Muss ich besonders sehend sein und alles? Und es ist eigentlich so, dass das, was ich im magischen Heilcode mache, das hat mich ja gesund gemacht und so ganz viele andere auch. Und ich will den Leuten zeigen, dass es manchmal viel einfacher ist. Und da, wo man schon so lange in der Sackgasse war, mit Schmerzen, Beschwerden oder auch in Beziehungen, dass man das drehen kann und es macht sogar Spaß. Und es ist einfach ganz normal. Also wir haben ganz viele ganz normale Leute. Und das ist so meine Mission, weil Energieheilung ist noch so, oh, uh, du, oh, was könnte das sein? Und eigentlich ist es für mich so... Es ist einfach ganz normal und sollte in den Alltag integriert sein. Und das will ich den Leuten immer mehr zeigen. Hey, da gibt es noch eine Welt da draußen, wo wir denken, oh und wenn wir sie entdecken, so: Ach Mensch, das ist ja ganz normal und ich kann richtig tolle Dinge damit tun. Mhm. Ja, cool. <laughs> wie, wie sieht das aus? Erzähl wie, wie, ähm, wie bist du da drauf gekommen oder wie hast du das entwickelt? was äh, ja wie war da deine deine Reise? Ja, wie wahrscheinlich bei den meisten, die irgendwas mit Heilen zu tun haben, hatte ich natürlich auch mein eigenes. Ich hatte, seitdem ich 24 war, immer so also ganz starke chronische Nackenschmerzen. Und es war eigentlich ziemlich verwunderlich, weil ich war Leistungssportlerin. Am Körper war nichts kaputt, aber 13 Jahre lang, also immer morgens im Urlaub, egal wo. Und ich habe natürlich alle Experten besucht. Ne? Alles, was man so macht, auch Psychotherapie und alles. Und es hat aber alles nichts geholfen. Und dann bin ich irgendwann mal zu einer. Psychokinesiologin gegangen und die hat quasi so ja, Blockaden ausgetestet und dann hat die die quasi rausgenommen aus dem Körper und da war das erste Mal, dass ich für zwei Stunden schmerzfrei war und zwei Stunden hört sich nicht viel an, aber wenn du 13 Jahre immer Schmerzen hattest, sind zwei Stunden so und das war so der Anfang, wo ich gedacht habe, okay, da ist irgendwas und das will ich lernen und das ist tatsächlich, dann bin ich den Weg gegangen, habe Kinesiologie gelernt, habe quasi über die Ferne gelernt, wie geht das über die Ferne und habe irgendwann gemerkt, oh, bei mir wird es immer leichter. Und es war echt also schon ein langer Weg. Nee, im Nachhinein gar nicht lang. <laughs> drei Monate. <laughs> aber während man drin ist, aber immer gab es diese Episoden, boah, ich bin ein paar Stunden schmerzfrei. Oh, Geil. Oh, oh. Und irgendwann nach drei Monaten, wo ich dann die ganze Zeit mit mir gearbeitet habe, quasi diese Traumata rausziehen, dann waren die Schmerzen weg. Und das ist halt, wo ich so dachte, wow, 13 Jahre habe ich alles probiert und jetzt habe ich drei Monate mal was ganz anderes gemacht und dann waren die weg und dann, weil meine Tochter war damals ganz klein, habe ich so mit anderen Kindern gearbeitet tatsächlich, ich habe mit Babys angefangen und die wurden dann auch gesund und dann habe ich gedacht, ah okay, das interessiert mich jetzt wirklich und bin tatsächlich seit etlichen Jahren am Forschen, Ausprobieren und dann den Leuten weitergeben und sehe halt einfach, wow, so viele, so vielen geht es besser dadurch und das ist meine Mission, das macht mir Freude wenn es so vielen Leuten besser geht mit was, wo ich früher dachte, nee, also das, das, das geht doch nicht. Und doch, es geht. Wie schön. <laughs> und du hast praktisch aus der Kinesologie ähm, Technik genommen und hast dein eigenes mit reingeflochten. Also du hast da was eingebunden, äh, was, was du erfahren hast und hast das miteinander verwoben oder? Genau, also bei mir gibt es zwei Teile und ich glaube auch, dass es für die Heilung beide Teile braucht. Ich sage immer einmal so vor im Körper, weil wir haben einfach, also die meisten wissen sogar, dass sie Stress haben oder psychosomatisch und dann wissen sie es aber, aber dann sagen sie, ja, okay, aber wie werde ich es denn jetzt los? Und das ist das Tolle, was ich halt gelernt habe. Du kannst es austesten, wo sitzt das im Körper, was ist es? Zum Beispiel einfach nur, dass du mal Angst hattest mit sieben, weil deine Eltern gestritten haben und meistens vertragen sich ja die Eltern nicht vor den Kindern, sondern machen das dann unter sich aus und so bleibt quasi so dieses ist im Körper drin und es blockiert einfach die Selbstheilungskräfte und je mehr du davon hast, desto mehr Knoten sage ich immer sind hier und wenn du diese Knoten kannst du lösen und rausziehen quasi so Müllabfuhr aus dem Körper und dann macht der Körper nämlich einfach das was er soll das ist eigentlich das Geheimnis der Körper könnte aber er kann gerade nicht, weil diese ganzen Traumata irgendwie noch drin sind. Und es sind oft so ganz kleine, nichts Großes, aber die häufen sich an. So, und dann hast du die eine Seite, Müllabfuhr. Und dann brauchst du aber noch die zweite und die vergessen viele. Ich muss schauen, hey, was hat mich denn dahin gebracht, dass ich jetzt Beschwerden habe? Und da muss ich auch was ändern. Und dieses Ändern macht ja auch so vielen Angst. Und das ist eigentlich so meine, ja, so Paradedisziplin, den Leuten zu zeigen, hey, das ändern, das kann auch total cool sein. Und das macht Spaß. Weil mein Credo ist immer heilen, darf Spaß machen. Und muss sogar, weil sonst dauert es so viel länger. Und deshalb ist diese Kombi so cool und die macht auch noch Freude. Und das habe ich damals immer gesucht und habe ich gedacht: ja, dann, dann entwickle ich das halt. Und jetzt haben wir halt halt wirklich schon über 1500, die das halt mitgemacht haben. Und das ist cool. Ja, schön. Verbreitet sich schön, was ich total echt super super genial finde, wo ich auch voll mitgehe, ist dieses Hey, es ist so normal, ja, es ist so normal, das ist unser ja unser Ursprung, das ist, das ist das sind wir, ja, und dieses ähm, das Aussondieren oder als extra Thema jetzt Spiritualität, Energie und so weiter, das nimmt uns so viel, ja, das also das das äh, nimmt einen Teil aus uns raus, der wir eigentlich sind, ne, dieses Separieren und dieses ja, dieses ähm, Spukige, was da oft so drüber gelegt wird. Also, ja, das, das ist auch, da das schwinge ich voll mit dir, ja, das ist echt auch meine Mission. Hey, es ist so normal. <laughs> das, genau. das gehört dazu, ne? es ist unser Alltag. Also, das darf wirklich, ja. Und das, ich find, das macht so viel schöner und einfacher auch. Weil ich gebe echt zu, vor ungefähr noch sieben Jahren hätte ich gesagt: alles, was wir jetzt hier besprechen und so hört sich für mich an du musst nur ein Handy auf den Kopf legen für sechs Monate und du bist gesund. Tudu. Das hätte ich früher gedacht. Und deshalb kann ich das nachvollziehen, dass manche noch so denken, das ist doch echt schräg. Aber die Leute, die dann halt losgehen, entdecken so dieses, wow, damit kann man ja ein viel schöneres Leben haben und es wird einfacher, weil du nicht nur die ganze Zeit immer im Kopf das machst. Und ich finde es so cool, weil du da auch auf der Mission bist, das den Leuten näher zu bringen. Hey, probier das doch mal aus. Und dann entdeckst du plötzlich eine Welt, und denkst, ach so, hätte ich das mal vor 20 Jahren gewusst. Mhm. Ist denn für dich so, ne, das ist ja so diese Energiearbeit, die du machst. Und, und jetzt, ähm, ja, was bedeutet für dich in diesem Kontext die geistige Welt? Was ist da für dich diese Brücke? Oder diese, es ist ja eine geistige Welt, also ein, ein anderer Raum sozusagen, ne, der da beschrieben wird. Und diese Energien, mit denen du auch arbeitest, ähm, ja. Kommen die da raus? Sind die hier in, in unserer Welt? wie Also wie wie ist für dich so diese Brücke? Oh, es ist so vielschichtig. <lacht> <lacht> Aber also eine Sache zum Beispiel, die jeder dann lernt, ist, wir gehen quasi in die Aura des Anderen. oder in, Also ich kann das für mich machen, in meine eigene Aura. und und Oder die Aura des Anderen. Und das ist eine total geistige Welt. Du siehst Bilder, du fühlst du riechst, manchmal hörst du Sachen und du änderst was in, in dieser geistigen Welt, das ist wie, wie, so ein, ja, wie so ein Schloss, wo eine ganz neue Welt ist, und du änderst dort was und dann heilst du in dieser weltlichen Welt. Das ist so faszinierend. Dass, also ich nutze es so für Hilfe. Also es, ich denke auch, es gibt geistige Wesen, die können wir nicht so sehen, aber jeder hat doch schon mal so ein irgendwie wahrgenommen, wo man dachte so, oh, er ist da. Oder all das, wo ich früher auch gesagt habe, ey, Schutzengel, ja, klar. Und ich denke mittlerweile, es, ich glaube, es gibt ganz viele Wesen, die wir gar nicht so wahrnehmen können, aber die wir nutzen können, wenn wir sagen, okay, ich, ich mache mal so ein bisschen auf und versuche einfach mal wahrzunehmen, hey, was gibt es eigentlich noch, was ich bis jetzt nicht geglaubt habe? Und meine Erfahrung ist halt einfach, die Menschen werden glücklicher, die holen sich diese Hilfe an die Hand und die werden vor allem gesund, wo sie vorher ganz, ganz lange nicht gesund geworden sind. Oder haben auch mit dem Geld plötzlich eine ganz neue Beziehung, ne? Ganz viele, also ich meine, ich kenne das von früher. Geld war immer ein Streitthema. Und das aufzulösen, hätte ich nie geschafft, ohne wirklich in diese geistige Welt zu gehen. Weil ich finde, da erschaffst du dir ja erstmal da, wo du hin willst, ja, und dann geht die weltliche Welt damit. Also auch erst Energiefeld ändern und die Materie folgt, ne? mhm. Genau. Von innen nach außen, das, was mhm. alle sagen. Genau. Aber dieses von innen, das macht halt so Spaß. Das mhm. muss man auch, weil viele denken so, oh, da muss ich erst innere Arbeit und dann drei Jahre innere Kind oder wie, auch immer. Und ich sage, nee, du kannst innerhalb von zwei, drei Wochen dir ein ganz neues Inneres erschaffen, um dann ähm, ja natürlich den Weg immer weiter zu gehen. Aber das macht Spaß, das macht Freude, das ist wie so ein neues Hobby. Ich, ich finde gerade spannend, weil von innen nach außen, ne, Was du sagst, das Innere verändern, da ist ja jetzt aus der materiellen Sicht ist das Innere ist ja dann ja mein inneres Kind, meine alten Verletzungen, mein inneres Erleben in der Vergangenheit, da bleibe ich ja in der Linie der Zeit. Ja, wenn ich mein Inneres nehme äh, als meine Verletzung, dann gut, ja, aber dann bleibe ich eigentlich in diesem materiellen Raum. Ne? Aber wenn ich jetzt, wenn wir Inneres definieren als ja jetzt tauche ich da auch noch mal durch und das Innere bedeutet eigentlich meine geistige Welt, mein, mein, ne, mein inneres <laughs> Energiefeld, tauche ich ja noch mein was anderes Inneres hinein, weißt du? Das kommt ja. mir gerade. Das ist echt spannend, was man als Inneres definiert. Ne? Und eigentlich, so wie du auch beschreibst, ist es ne, das Innere, die, das Energiefeld, die innere, die geistige Welt, wo alles möglich ist, ja, diese, diese Vielfalt und wo es dann so ja, Freude bereitet, wie du auch sagst. Ne? Das ist ich habe gerade ein Aha-Erlebnis, deswegen <laughs> muss ich das mal teilen. Ich habe hab auch gerade ein Aha-Erlebnis, weil das ist total spannend, dass du sagst, das Innere, manche denken so an so das innere Kind, die Vergangenheit, und das ist so spannend, weil ich nie daran gedacht habe, sondern tatsächlich immer gedacht habe, das Innere ist quasi ja fast wie meine Zukunft. Und dadurch, dass ich quasi in meiner Zukunft spazieren gehe und die auch so forme und so denke, wie ich sie haben will deshalb macht das auch so viel Spaß quasi ins innere reinzugehen, weil ja dann alles hier im weltlichen ganz normal dahin folgt. Du quasi erdenkst dir deine Zukunft, wie du sie haben willst und dann folgt das andere, Gesetze Anziehung halt. Ja. Spannend. Ja, ich habe inneres nie als äh, die, das Vergangene. Gesehen. Ja, nur ist genau, was ich glaube wirklich, dass viele, die noch so im materiellen eher den Fokus auch oder da nur Erfahrung haben, ja, manche mhm. Weißt du, das ist ja auch ein Gefangensein da drin, ne? Und wenn man dann Inneres hört, naja, dann bleibt das in dem Raum. Und dann ist es die Vergangenheit. Also dann, wo sonst, ja? Das, was soll sonst das Innere sein? Das andere wurde ja noch nicht berührt oder noch nicht erfahren. Also rutsche ich ja da rein in das Vergangene, in meine Traumata, ne? Und dann macht es Angst. Dann ist es so, oh nee, echt jetzt <laughs> muss ich da erst rein, damit ich mich leichter fühle. Und ja, ich glaube, diese Definition Innere noch mal anders beschreiben. Das, das, wie du sagst, das eröffnet ja diese Freude, diesen Spaß, diese, ja, diese Möglichkeiten, ja, die da sind. Das ist eine ganz andere Motivation ja auch. Ne? Ja, mir geht gerade voll die Lampe auf. Also ich <laughs> glaube wirklich. Ja. Und das ist total spannend auch, dass wenn ich darüber rede, hey, und dann von innen nach außen und das macht so Spaß und ich glaube wirklich, da sitzen andere und denken sich, nee, nach innen schauen. Ja, das ist nicht Ihr Ernst, oder? <laughs> no, oh das Gott. ist nicht Ihr Ernst. Was soll ich da innen denn schon wieder machen? Genau, hab doch ja. schon 20 Jahre. Genau. Das ist total cool. Das muss ich noch viel mehr rausbringen. Wie, ja, ich habe hier gerade auch voll das Aha erlebt. <laughs> ja, gerne. ja, das ist wirklich, das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Und eigentlich ist es dieses, ähm, ja, unsere Überschrift, Erfahrung mit der geistigen Welt, mhm. bedeutet in das innere Universum, fernab von Linie der Zeit. Ne? Das ist, und da ist die Kraft, da ist die. Vision auch von der Seele, die gesendet wird. Ja, da ist ja die Verbindung, diese Begegnung, ne? ja. Und ja, das ist ein anderes Inneres, als was Inneres ist, wenn wir im materiellen Raum bleiben. Das ist genau. spannend, ja. Ich hm. mag mal kurz ein Beispiel nennen, weil ich glaube, dann können die Zuschauer das so greifen, was zum Beispiel man machen kann. Also ich hatte mal ein Baby mit Ausschlag und die wussten alle nicht, wo das herkam. Und ich bin tatsächlich in, in das Energiefeld vom Baby gegangen. Und habe da dann gesehen, da war noch so eine Frust, so eine, so eine Wut, dass sie die Geburt nicht so schön geschafft hat, wie sie sich das machen wollte. Und interessanterweise konnte ich da erstmal nicht helfen und dann kamen geistige Helfer, andere Sternenkinder, was total spannend war. Weil Sternenkinder habe ich verbunden mit Trauer und allem. Ich habe auch mal eins verloren. Und die waren alle fröhlich. Und ich so, hä, was ist denn da los? Und die haben dann dem Baby erklärt, du. Du denkst, du bist ja auf der Erde und es sei so das non plus ultra. Das ist doch nur eins von vielen Leben. Wenn die Geburt blöd war, dann wird die nächste richtig gut, weil du hast jetzt ja zu viel gelernt. Also keine Panik, komm mit uns, wir spielen noch ein bisschen. Alles in in dem geistigen Energiefeld innerhalb von Stunden ging der Ausschlag. Also wir haben das dokumentiert mit der Großmutter. Der Ausschlag war danach weg. Und das ist so, wo ich sage. Ich kann es noch nicht mal erklären, aber ich habe das so oft gesehen, du gehst in diese geistige Welt, machst da was, was scheinbar jetzt ja auch gar nichts mit dem Ausschlag so zu tun hat, erlebst da was, hilfst dort und dann geht zum Beispiel Ausschlag weg oder ganz andere Beschwerden. Also das ist so faszinierend und ich finde, ja, das soll noch viel mehr in die Welt, was da möglich ist. Mhm, mh. Ja, super. <laughs> das ist voll super. Ja, ja das, das ist die Begegnung, die ja, die, die Begegnung eigentlich der Quelle, von der die Materie entsteht. Ja, wo, wo ja. was wir dann hier sehen und denken so, ja, wir sehen hier was und müssen jetzt auf das, was wir sehen, reagieren. Aber eigentlich müssen wir, ja müssen tun wir gar nichts, aber wir, 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 wir haben Kraft, wenn wir in das Feld gehen, in, ne, in das, genau, in de, ja, in die Informationen. Das sind ja Informationen, die man bekommt. Die kriegst du ja nicht, wenn du dir den Ausschlag anguckst. Nee. Also das heißt da kriegst du nicht die Information. Das Kind ist jetzt gerade echt enttäuscht von der Geburt, ja. Also der kommt denn auf sowas. Ja. Ähm, und das finde ich so faszinierend. Und auch manchmal, selbst wenn du das jetzt wüsstest, wenn du irgendwie eine Wahrnehmung hast, dann ist ja auch so, ja, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Kind, wenn das enttäuscht von der Geburt ist, ja? Das ist ja dann der zweite Teil. Und ich finde, was du in der geistigen Welt halt machen kannst, das ist so ja so vielschichtig und so schön. Mhm kreativ ja. ne das ist volle Kreativität ja genau ja und auch so ähm, ich, ich finde es so genial weil es so fernab vom Verstand weißt du es ist so ein empfangen was da ist und man beobachtet selbst und denkt so wow wie geil ist das denn <laughs> ne? also es kommt ja es kommt durch ein es kommt nicht aus einem es ist es ist ein durch ein fließen ne das wo so ja so, so selber so wundervolle Momente entstehen. Ja. Und ich sage auch immer, du musst quasi dafür, dass du es empfangen kannst, musst du dumm werden, weil dein Verstand wird dir immer dazwischen hauen. Na, was ist denn das jetzt? Also nie. Du musst quasi sagen, okay, wie, wie, wie dumm kann ich sein, um das wirklich zu empfangen? Mhm. Das ist richtig cool. Mhm. <laughs> Abenteuer Leben, ne? <laughs> genau, eindeutig. <laughs> ja, voll schön, echt. Ja. Ja, und dann, wie ging es bei dir weiter? Also, du hast ja dann das für dich entwickelt und hast das geteilt und ähm, das ist so deine Herzensmission geworden ja, dann. Genau, also, ich hatte das Glück, muss ich sagen, dass ich, ich komme ja aus der Corporate-Welt, ja, war im Konzern und Controllerin, ja, also ich bin auch so ein Kopfmensch <lacht> <lacht> und habe dann das Heilen so entdeckt und dann hat der Arbeitgeber den Standort geschlossen. Das war mein Glück, weil sonst hätte ich das nie gemacht, gebe ich ehrlich zu. Also das Universum hat mir das schon runtergeworfen und habe dann gesagt, okay, ich gebe mir neun Monate, ich gucke mal, wie man damit selbstständig sein kann. Und zur Not gehe ich zurück in einen alten Job, den fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Und habe dann relativ schnell gemerkt, hey, es gibt ja eine Möglichkeit, dass die Leute gar nicht zu mir immer kommen müssen. Also ich habe am Anfang so Sessions gegeben, aber dann dachte ich, wie viel cooler ist es, wenn ich denen das beibringe. Und seitdem ich das mache ist es halt quasi explodiert. Sind, äh, ich habe mittlerweile 13 äh, Teammitglieder, also wir sind schon ein richtiges Unternehmen geworden. Und das ist tatsächlich meine Mission. Hey, wie kann ich den Leuten das beibringen? Weil dann können die das für sich machen. Dann sind sie von keinem mehr abhängig, nicht von mir, sondern quasi für sich. Und vor allem, die können das halt auch an anderen machen. Also ganz viele machen viel mit ihren Kindern, mit ihren Eltern. Und so verbreitet sich das immer mehr. Und wie gesagt, wir haben schon. Über 1500 in diesen, ich mache immer so drei Wochen Kurse und da kann man das erleben. Ne? Weil oft hört man das und sagt so, ja. Mm. Aber wenn man das mal erlebt, drei Wochen, was macht das mit mir, wenn ich in diese Welt einsteige, dann verändert sich halt ganz viel. Und diesen Zugang will ich den Menschen geben. Und dann gibt es natürlich hinterher noch Möglichkeiten, da haben wir auch einige hundert, die dann halt einfach sagen: Oh Gott, ich will das alles lernen. Und das ist richtig cool geworden. Mm. Und das macht mir so viel Freude. Wie schön, ja, das, das, das spürt man bei dir, ja, sehr, sehr <laughs> deutlich, das Energiefeld ist offen, genau. ja, voll schön, ja, das ist ja auch, das ist ja auch wirklich jetzt unsere Zeit, dieses Eigenermächtigung, ne? diese Autarkie und dieses ähm, jeder in seine Schöpferkraft, ja, es geht ja raus aus diesem Abhängigsein, jemand anders über sich stellen, ja, der andere sagt mir schon, wie ich es zu machen habe, das, das, das ist ja voll gerade wirklich die, die, die Energie, die da ist, im Massenbewusstsein auch, ne? Dieses, dieses, jeder wird zur Lichtsäule und nicht kein Gurutum, kein, äh, ne, jemand anders sagt mir, wie es in meiner inneren Welt aussieht. Das darf jeder selber lernen und auch damit gehen, ja. Das ist wirklich, ja, ja das ist, ähm, das ist gerade wirklich die Kraft auch in der Gemeinschaft, wirklich eine Gemeinschaft zu bilden, weißt du? Das, ne? das erlebe ich so, dieses wirklich eine Gemeinschaft und da steht jeder in der Gemeinschaft, ja. Das ist, das ist, ähm, das heißt dann auch Gemeinschaft, weil jeder in sich steht. Das ist so, ja, gerade, glaube ich, eine große Kraft, die da ist. Total. Also ich merke das auch, dass, weil Menschen ja ganz oft glauben, ich kann das gar nicht. Ja, ich bin zu verkopft oder ich, äh, das, alle anderen können das, nur ich nicht. Und gerade diese Gemeinschaft, wenn da so manchmal auch so einige hundert zusammen sind und plötzlich merken die, nee, ich bin ja gar nicht so unnormal. Wow. Jetzt kann ich diese Fähigkeiten entdecken und keiner lacht mich aus, mm. weil halt diese Gemeinschaft jetzt alle das lernen wollen. Weil wenn ich sage mal die meisten, die jetzt so im normalen Leben, also ich möchte da Energiefeld lesen lernen, da sagt die Nachbarschaft eher so, oh Gott, was ist mit der denn los? Aber wenn du eine Gemeinschaft hast von mehreren hundert, die alle das lernen wollen und dann feierst du dich dafür, hey, ich war im Raum der Wünsche, hab da was verändert, alle so yay, <laughs> das macht was mit dir. Und plötzlich wird es normal und dann hast du auch viel mehr Lust da weiterzugehen. Deshalb Gemeinschaft ist so wichtig. Bin mm. bei dir. Mm. Ja. Das ist ja auch wirklich tatsächlich ein riesen mein Herzensanliegen jetzt mit dieser Serie, ne? Diese Erfahrung mit der geistigen Welt, also dieses Teilen der Erfahrungen, um es normaler zu machen, ja, um wirklich mhm. ja, dass, dass andere zuhören können, zuschauen und merken so, wow, ja, das kenne ich ja auch. Ich kann das ja auch mal erzählen oder ich darf mich mal trauen das zu teilen, ne? Auch äh, ohne dann die Angst zu haben, bewertet zu werden oder ja, einfach dafür zu stehen auch. Ne? Dieses, ja, das ist ganz normal. <laughs> ne, genau. das, das darf einfach sein, ja. Das ist, ähm, so ist es einfach, ja. Ja. Und ich finde, es braucht auch so, es braucht so diese Hilfe, dass du diesen Switch von, oh, ich entdecke das, zu. Hey, und dafür stehe ich. Mhm. Also am Anfang, wo ich das so entdeckt habe, da haben auch Leute gesagt, naja, Julia, also ich weiß nicht. Und dann habe ich mich auch plötzlich wieder unsicher gefühlt. Mhm. Und, und ich habe halt irgendwann gesagt, okay, ich, ich probiere das so oft aus, dass ich dann plötzlich merke, ja, so, und wenn jetzt die Leute kommen und sagen, ja, also, und dann sage ich, ja, ich bin ja die, die all die heilt. Ich bin ja die, bei denen die quasi anderen hilft, dass sie glücklich werden. Mhm. Du, bist, du musst nicht mit, aber ich mache dir das Tor auf. Und mhm. ich würde sie inspirieren. Hm. Und diese Verwandlung, die braucht auch so ein bisschen Zeit. Ja, und es ist ja auch die, ähm, soll ich sagen, am Anfang ist man unsicher, man geht diesen Weg, ja, man, man hat eine innere Stimme und denkt, doch, da gehe ich jetzt mal lang, ja, und ist konfrontiert mit Irritationen von außen. Und was einen ja stärkt, weißt du, das ist so, wie du es jetzt auch erzählst, so war es bei mir auch, dieses dieses Stärken, hey, ich mache damit gerade Erfahrungen und diese Erfahrungen, die ich damit gerade mache, die sind irdisch, die, die mache ich, ich kann das für mich erkennen im Außen und ich glaube darüber wächst man dann und darüber richtet man sich dann auch auf und dann steht man, weil man diese Erfahrung gemacht hat und die kann einem niemand ausreden, ja, das ist, ähm, man hat für sich das in sich und das ist das, was einem dann diese Aufrichtung schenkt, ja, dieses für sich stehen und ich glaube diese Erfahrung zu teilen, was wirklich erfahrbar war, ja, wenn man das erzählt und das teilt, kann es die anderen auch wieder einfach bestärken, diese Erfahrung selber zu sammeln und dann auch zu stehen darin. Ja, das ist das, glaube ich, was, ähm, ja, weißt du, die, diese Massenbewusstseinsrealität, die sich dadurch verändern darf. Ne? wir haben noch eine andere Realität etabliert im Massenbewusstsein und durch das, was jetzt geschieht, darf sich diese Realität schiften. Ne, hin zu einer anderen Erfahrung, die darf sich öffnen. So. Und das ist, ja, das finde ich so kraftvoll, dieses Teilen von Erfahrung, sich zu trauen. Und es ist unglaublich, wirklich, immer wieder denke ich, mein Gott, was für Schätze im Untergrund liegen, ja, was Menschen erfahren haben und mhm. sich nicht trauen zu teilen, weil sie abgestempelt werden. Das berührt mich zutiefst. Weil ich denke, wenn diese Schätze gehoben werden, mhm. Die Realität im Massenbewusstsein, die schifft sofort. Sofort, ja. ja. Wirklich. Und das ist so, weißt du, wie so im Untergrund so, ne? Wird unterdrückt, weil eine Bewertung ist. Ja, und wenn das ja. hochgeht, dann. Weil ich habe wirklich, also ich bringe Leuten auch bei online sichtbar zu werden mit dem Business. Und das finde ich so faszinierend, wenn wir sehen, was die teilweise erlebt haben und sich aber nicht trauen, mhm. um rein in die Welt zu bringen. Das ist, am Anfang lerne ich die kennen, dann sind es so. Normale Menschen, die wollen halt raus. So, und dann gehen wir manchmal ein bisschen tiefer und, und dann denke ich oft so, oh mein Gott, das ist eine geistige Anführerin seit 20 Jahren. Und es ist so faszinierend, wie schwierig das dann doch ist, einfach das in der normalen Welt zu erzählen. Oder ich habe jemanden, der hat ein Nahtoderlebnis gehabt. So was von faszinierend. Aber das kam erst so, weißt du, so, so hinterher mhm. so raus. Mhm. Und ich so, oh mein Gott, das muss die Welt wissen. Mhm. Und das hat mir auch so ganz viele Augen geöffnet, dass es halt doch noch schwierig ist, aber je mehr, und ich glaube, die Zeit kommt ja jetzt, ne? Und mhm. das ist so spannend, weil dein Kanal ist ja auch dieses Beispiel von, nee, es gibt nicht nur mich oder nur die, die hat das, sondern da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Da ist jemand. Hey, es wird langsam normal. Mhm. Ja, Ja, und das ist so genial. <laughs> das ist so genial. Ja. Wirklich genial, ja. Das ist wirklich. Und ich denke manchmal auch so ein bisschen, ich meine, die Schulmedizin war vielleicht auch total crazy damals. Mhm. Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn da jemand mit dem Penicillin, guck mal, das macht äh, Bakterien und Pilze weg. Und alle so, ja klar. So, und jetzt naja. ist es ganz normal, ne? Naja, aber immer noch, was, was die entwickeln, weißt du, wo ich manchmal denke, so, was? Oh mein Gott, das geht. <laughs> das genau. ist ja auch, es geht ja weiter, ja. Also da sind ja Sachen in Entwicklung, wo man auch denkt, so, was? Oh mein Gott, also wie crazy, ja. ja? Mm. Und dann denke ich jetzt halt so, jetzt ist so quasi die Energiearbeit, Energiemedizin, ist jetzt noch so ein bisschen crazy. Ich bin mir ziemlich sicher, in 100, 200 Jahren ist es so normal, dass Leute lachen werden, wie das haben die damals nicht gewusst. Ich glaube wirklich. So spannend. Ja. Hast du irgendwas, was dir noch total am Herzen liegt, was du teilen möchtest? Wo du, wo du merkst, dass, ja, das ist mir super wichtig, dass die Zuschauer das noch als Info, Inspiration haben. Ja. Ich mag inspirieren, dass jeder sich einfach mal jetzt, also wirklich öffnet und sagt: Hey, welchen neuen Weg kann ich gehen, der irgendwie mit der geistigen Welt zu tun hat? Und sei es, dass man sagt, hey, ich abonniere hier den Kanal und höre mir das echt jede Woche an. Weil die meisten, die ja einmal hören, sind ja schon interessiert. Oder ich suche mir halt sowas wie, wie zum Beispiel bei mir, so drei-Wochen-Kurs, wo ich das mal erleben kann. Oder halt auch bei irgendwem anders. Aber ich glaube, dieser Weg loszugehen, das macht so viel. Also ich denke wirklich, ich habe das alles mit 39 erst erfahren, ja. Ich denke so, Gott, hätte ich das mit 17 alles gewusst. Also ich will jeden ermutigen, da, wo er jetzt ist, einfach anzufangen. Ich habe Leute, die sind bei mir im Kurs, die sind 70. Bei mhm. denen geht plötzlich so viel auf und die sagen sich, ich gucke noch nicht mal zurück und denke, hoffentlich hätte ich es mit 40 gehabt, sondern ich sehe jetzt so, wow, zum Glück habe ich es mit 70 und nicht mit 78 oder 88 erfahren. Mhm. Und das ist so meine Inspiration für alle. Mhm. Das ist ein neuen Weg, weil dann kann auch Neues kommen. Und es ist mhm. halt absolut faszinierend und macht Spaß. Und es ist ja auch, ne, wie du sagst, wenn eine innere Entscheidung getroffen wird, wird der Fokus gesetzt und dann passiert ja schon was, ne? Dann kommen einem ja schon Dinge entgegen. Ja. Genau. Ja. Ja, du hast ja im ähm, September, hast du mir erzählt, hast du einen Drei-Wochen-Kurs, ne, der äh, von dir geleitet wird. Magst du da kurz noch was zu, zu sagen? Ja, gerne. Also das ist quasi der Kurs, der alle Leben verändert. Deshalb haben wir da auch schon so viele gehabt. Und wir machen drei Wochen online, sodass jeder von überall teilnehmen kann. Und wir haben so alle zwei Tage ist so eine Stunde Programm. Und es ist wirklich, wir machen Übungen, dass man das gleich schon merkt. Wir machen ge Gemeinschafts, wir machen ein bisschen Bewusstseinsarbeit, wir machen so Live-Coachings und es ist auch einfach eine energetische Party. Also das ganze Energiefeld wird einmal so umgedreht und das ist, wenn die Leute ganz oft merken so, ach ist das was für mich geistige Welten. Oh mein Gott, diese drei Wochen haben mein ganzes Leben geändert, weil ich plötzlich sehe, was ist alles möglich. Und das, dazu will ich einladen, weil wir haben das dreijährige Jubiläum und das ist halt einfach der coolste Preis ever für 27 Euro. <laughs> diesmal gesagt, wir wollen es riesig machen. Kommt dazu. Es wird richtig, richtig cool. Wir werden äh, bestimmt einige, ja, ich glaube, wir, wir wollen diesmal so um die 2000 und wir machen, das ist das Schöne, wenn du mit 2000 Leuten zusammen bist, denkst du plötzlich... Ach so, jetzt kommt mir das plötzlich normal vor, dass alle in dieser geistigen Welt eintauchen, Heilungen in diesen drei Wochen geschehen, du plötzlich so viel mehr Liebe hast und auch mal dieses Geldthema ein bisschen gedreht wird. Und das ist das, ist das Schöne. Ich will es erlebbar machen, mm -hmm. damit ich nicht nur erzähle. <laughs> das ist voll schön. Ja, wir verlinken das hier unter dem Video auf jeden okay. Fall, ne, dass die Info da ist. Wer sich hier eingeladen fühlt, bitte, bitte gerne unter diesem Video guckt euch. Ähm, den Link an oder klick drauf. Da sind sicherlich dann noch andere Infos zu finden und so, ne? Alles, was dazu gehört. Genau. Ist. genau. Ja. ja, genau. Ja, super schön, Julia. Wirklich super schön. Ja. Danke für deine sprühende Energien, <laughs> wo man Freude bekommt, da einzutauchen in die innere, innere Welt. <laughs> innere und dann innere. Noch <laughs> genau. eine weiter. Noch eine weiter innere. <laughs> da durchtaucht und ähm, ja, wirklich. Vielen herzlichen Dank für dein Erzählen. Sehr sehr gerne. Dankeschön. Aktuell sind wir alle in einem intensiven Prozess des Wandels. Wir sind aufgefordert, ein neues Bewusstsein zu entwickeln und uns gegenseitig zu unterstützen. Begib dich mit Musafir und ihren Gefährten auf die Reise in ein spannendes Abenteuer. Eine wundervolle inspirierende Geschichte, voller herzberührender Inspiration in Form von Videos und einem Workshop warten auf dich. Ich bin Christiane Hansmann, die Autorin des Buches Mosa 4, das jetzt überall erhältlich ist.